Servus, liebe Judo-Zuschauer. Ja, ich habe es beim letzten Video am Ende angekündigt. Ich gehe in die Kartoffeln und spritze gegen den Kartoffelkäfer, weil das Absammeln per Hand doch ein bisschen zu aufwendig jetzt wird. Wir haben recht viele Käfer. Und ja, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, jetzt wird gespritzt. Und mit was ich spritze, das werde ich euch gleich zeigen. Jetzt hole ich zuallererst einmal die Rückenspritze raus, beziehungsweise meine kleine Handspritze. Und dann geht's los. Meine Spritze ist da, weil da schon die Frage kam, mit was genau für einem Gerät ich da spritze. Hier mal einfach der Typ. Eine Gloria 405T nennt sich das Ding. Da habe ich verschiedene Düsenaufsätze, die kann ich ja auch mal zeigen. Zum Kalben habe ich zum Beispiel einen recht groben mit relativ großem Loch. Und für Spritzmittel bzw. Feinsprühen so ganz feine. Die sind bei der Spritze hier oben in dem Aufbewahrungsfach, da haben wir verschiedene Aufsätze. Den feinsten zum Nebeln habe ich jetzt auf dem Gerät drauf. So, und mit was für Mitteln spritze ich jetzt? Ich habe ja gesagt, ich will meine Äpfel so weit wie möglich biologisch. Und ja, ich habe da mal ein bisschen gelesen und ich habe da ja schon ein bisschen rumprobiert, was sehr gut funktionieren soll, allerdings unheimlich stinkt und in die Augen beißt und einen zum Heulen bringt und die Nase hochkriecht. Schnupfen hat man dann auch nicht mehr. Das befindet sich in meinem Fass hier. Okay. Hoppala. Müsste ich jetzt selber ersäuft. Ja, das befindet sich hier in meinem Fass. Das ist das. Das ist ein Meerrettichsud. Ich habe frischen Meerrettich klein gerieben und ihn am Fass mit Wasser angemixt. Ja, und da haben wir schon eine kleine Versuchsreihe gemacht. Und das hat super funktioniert. Ich habe dann noch eine Versuchsreihe gemacht, dass es noch interessanter wird. Geht nämlich noch anders. Es geht auch ohne Meerrettich. Es geht auch mit Spülmittel. Haushaltsübliches, biologisch abbaubares Spülmittel. Geht genauso hervorragend. Kann man auch super dafür nehmen. Habe ich mir extra eins geholt. Ja, und um die Kartoffelkäfer zu bekämpfen, habe ich mir jetzt gedacht, man will die volle Wirksamkeit und das haben wir auch schon probiert und funktioniert hervorragend, greift die Pflanzen nicht an, macht aber den Käfer kaputt. Gebe ich jetzt in meinen Sud dann, oder besser gesagt in die Spritze, einen Spritzer vom Spülmittel mit rein und ja, dann habe ich ein Spülmittel, Meerrettich, Jauchen, Spritzmittel, Sud angemixt und mit dem gehe ich gegen die Käfer vor und schauen wir mal, ob es funktioniert. Also wie gesagt, in der Versuchsreihe, in die Tests hat es geklappt. Spülmittel hilft zum Beispiel auch hervorragend gegen die Feuerwanse. Dieses Jahr war die Population recht groß, da hatten wir sehr viele, enorm viele. Und ja, im Internet haben wir das gefunden, dass das hilft und biologisch sehr gut ist, weil es eben Bienen und Hummeln nicht angreift. Und wie gesagt, Chemie will man im Garten ja nicht versprühen und dann eben mit dem biologischen Spülmittel. Das funktioniert hervorragend und da haben wir den Test eben bei den Kartoffelkäfer gemacht. Ja, und ich mixe das jetzt mal an und dann gehen wir mal runter aufs Feld. Ich seide das Ganze durch, dann vermeide ich Verschmutzungen und vor allem Verstopfungen in der Spritze. Ja, in die Spritze gehen 5 Liter rein. Das heißt, ich muss ein paar Mal hin und her laufen. Hier ist ja vor der Dosierung nicht wie beim Spritzmittel, da ist es eben nicht so schlimm, wenn ich es in der Rückenspritze habe. Wenn da ein wenig mehr drauf kommt, ist das auch nicht schlimm. Weil es ja natürlich ist und wie gesagt umweltverträglich.
Naja, mal das Fass ein bisschen durchrühren. Der Geruch ist der Hammer. Wie ein Frischgrillfleisch. Das beißt in den Nosen. Jetzt richtig lustig schäumen. So, jetzt sind wir beim Kartoffelfeldhunden. Ja, und die Kartoffelkäfer kann ich natürlich gerne mal zeigen. Da haben wir zum Beispiel Kartoffelkäferlarven hängen. Das da. Und wie man sieht, die fressen die Kartoffelpflanzen komplett zusammen. Zerstören quasi das Blattgrün. Dann ist die Photosynthese eingeschränkt und die Kartoffel stellt irgendwann das Wachstum ein und stirbt natürlich ab. Da haben wir auch noch ein paar Larven. Die Pflanze hier ist befallen. Also wie gesagt, die ganze Zeit abgesammelt. Aber irgendwann ist Schluss. Hier sieht man, da waren sie dran. Hier drüben. Es sind immer nur einzelne Pflanzen, es ist nicht alles. Es sind immer vereinzelt, wie gesagt. Ja, und dagegen will ich jetzt was machen. Ja, und dazu nehme ich mir jetzt die Gloria-Spritze und gehe dann quasi auf die einzelnen Pflanzen, die befallen sind, drauf. Ich sprühe jetzt nicht komplett, sondern wirklich nur die befallenen. Und dann lieber alle paar Tage immer wieder, als dass ich jetzt hier komplett sprühe und dann vielleicht trotzdem in die paar Tage wieder. Es ist natürlich kein chemisches Mittel, das jetzt groß einbringt, sondern es ist wirklich nur obendrauf. Es tötet im Endeffekt ja bloß die Käfer selber ab, beziehungsweise die Larven. Und ja, deswegen mache ich jetzt nur die befallenen Pflanzen. Und da könnt ihr jetzt da mal zugucken. Die Spritze ist aufgeblasen. Ich habe Druck drauf. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns halt einfach die Pflanzen nochmal hier Reihe für Reihe an. Und sobald wir was entdecken, besprühen wir die jeweilige Pflanze. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht alles komplett. Erstens einmal brauche ich da nicht so oft laufen. Und zweitens einmal, wie gesagt, ich habe das noch nicht getestet, ob das auf Dauer wirkt oder wirklich nur die Käfer bzw. Larven aktuell zerstört. Das muss ich erst versuchen, ob die Pflanze dann wieder befallen wird oder ob das dann Langzeitwirkung hat. Glaube ich aber fast nicht. Ja, und wie gesagt, jetzt hier noch einmal an dieser Stelle. Was ich hier spritze, ist kein Gift, sondern wirklich bloß biologisch abbaubares Spülmittel, was jeder in der Küche verwendet und danach in den Abguss lässt. Und frisch geriebener Meerrettich, der anschließend mit Wasser zu einer Art Sud gemacht wurde, in der Sonne stand, da wenn gegärt hat. Ja, was anderes ist es nicht. Also wie gesagt, hier keine Umweltgifte. Ich meine, klar, es gibt Mittel, die man einsetzen kann oder konnte. Dantop zum Beispiel war eins. Oh, die Pflanze hat es wahrscheinlich erwischt beim Umhäufeln. Da hat die Reihe nicht ganz gepasst. Aber das Mittel Dantop zum Beispiel, das ist ja nicht mehr zugelassen. Also nicht fürs Freiland, das hat nur noch eine Zulassung für Treibhäuser, Gewächshäuser. Also deswegen kann ich hier auch in die Düse reinblasen. Wie gesagt, das ist nichts Giftiges. Wenn es jetzt Geruchsfernsehen oder Geruchs-YouTube gäbe, ihr würdet denken, hier gibt es Krähfleisch.
Es ist wirklich so. Also überall, wo ich gespritzt habe, es riecht wie Krähfleisch. Ist echt faszinierend. Ja, und hatte nachher halt ein wenig so einen Duft von, ja, Abwasch. Aber, ja, das ist mein Ziel. Ich will, wie gesagt, biologisch arbeiten, soweit wie es geht. Ich habe den Sachkundenachweis gemacht. Ich weiß, was ich für Mittel einsetzen kann. Oder ich könnte natürlich auch Mittel organisieren, die noch zugelassen sind. Aber für die eigenen Kartoffeln, wenn ich mir jetzt vor allem überlege, was mich das kostet. Der Mitteleinsatz kostet ja Geld. Das haben ja auch viele andere schon gesagt. Es ist ja nicht einfach so, ich gehe hier und kriege das dann geschenktes Mittel, sondern das kostet ja auch Geld. Und wenn ich jetzt dann überlege, ich bringe auf meinem Feld, das ich bewirtschaft, Spritzmittel auch noch aus. Ich habe den Sprit zum Häufeln, zum Hacken, das Unkraut, was bekämpft werden muss. Ja, am Ende irgendwann sagt man dann, ja gut, da war damals die Maschine verstopft. Am Schluss muss man dann ganz ehrlich irgendwann sagen, dann hat man das Problem. Ja, ich habe hier einen Haufen ausgegeben, ich habe einen Haufen reingesteckt in das Feld. Und das, was ich ernte, hätte ich dann genauso gut in jedem Geschäft kaufen können. Und dann hätte ich denselben Effekt. Dann hätte ich auch wieder Kartoffeln oder allgemein was, was dann schon mal chemischen Mitteln ausgesetzt gewesen wäre. Und deswegen versuche ich das weitestgehend zu vermeiden. Oder besser gesagt, mit dem Trick hier, mit dem Spülmittel mehr rede ich, kann ich es komplett vermeiden. Was will ich mehr? Ja, und so laufe ich jetzt Reihe für Reihe durch und kontrolliere auf Käferbefall. So, hier unten stehen bloß noch die Süßkartoffeln. Also das da, das sind ja Süßkartoffeln. Das da, das da, das da, das da, hier. Die kommen gut. Passt eigentlich optimal. Schön, so wie ich es mir vorstelle. So weit, so gut. Die Pflanzen sind gespritzt. Und morgen nach der Arbeit könnten wir ja mal dann einen Testdurchgang machen. Und können mal gucken, ob die befallenen Pflanzen da oben in dem Bereich, ob die noch befallen sind oder ob die Käfer weg sind.
Milch geholt. Jetzt bin ich auf dem Heimweg. Eigentlich sollte ich ja Öl noch mitbringen. Aber unterwegs ist er mir entgegengekommen. Der wollte nämlich sowieso raus zu uns und hat das Öl gebracht. Wenn wir es vorher gewusst hätten, hätte ich natürlich die Milch mitbringen lassen. Naja, so bin ich aber wieder mit seiner Mutter ins Gespräch gekommen. Das war immer ganz schön. Die freut sich immer, wenn ich meinen Hund dabei habe. Da ist er immer begeistert. Weil der begleitet mich nämlich aktuell auf. Der sitzt im Beifahrerfußraum unten, der Reili. Ja. Heute war ich wieder ein wenig fleißig. Ich habe daheim wieder ein wenig was gearbeitet. Ich habe das Kartoffelbeet einmal von den ganzen Sonnenblumen befreit und das ganze Unkraut rausgezupft. Ja, war ich einmal ein wenig beschäftigt. Ich habe heute meinen freien Tag gehabt und nachdem gestern die große Aktion im Stall war, da habe ich wieder alles gründlich sauber gemacht. Und war heute ein wenig weniger zu tun. So was gibt es auch. Ja, nachdem ich dann mit dem Stall gleich fertig war, habe ich gedacht, jetzt brauchst du da irgendeine Beschäftigung. Dann habe ich gedacht, musst du mal die ganzen Sonnenblumen rauszupfen, bevor sie noch größer werden und noch tiefer wurzeln. Ja, und das habe ich gemacht. Hat super funktioniert. Und ja, kann ich euch dann noch mal zeigen. Ja, und jetzt sind wir gleich zu Hause. Jetzt fahren wir mal bei den Kartoffeln vorbei, dann zeige ich euch, was wir heute gemacht haben. Ja, wie gesagt, mein Kumpel war wieder dabei. Der hat mir heute hier unten auch geholfen, zumindest bis zur Hälfte vom Feld. Ja, und so schauen die Kartoffeln jetzt aktuell aus. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe jetzt, wie gesagt, die ganzen Sonnenblumen dazwischen einmal rausgezwickt, rausgeschmissen, dass wirklich nur noch Kartoffeln dastehen und Unkraut so weit rausgerissen. Wie gesagt, das sind natürlich noch ein paar einzelne Sonnenblumen. Zack. Aber so im Großen und Ganzen, ja, ein paar einzelne habe ich vergessen, das kann passieren. Ja, ein bisschen Regen könnte es gebrauchen. Aber sonst schauen sie ganz gut aus. Zur Thematik mit dem Kartoffelkäfer, das kann ich auch noch einmal zeigen. Und zur Pflanze, wo die heute aktuell drauf waren, mittlerweile nicht mehr. War zum Beispiel die, hier sieht man dann ein bisschen so, wo die Fraßspuren waren. Ja, und die Käfer. Wo sind sie denn? Wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Da waren zum Beispiel noch welche. Da hocken noch welche, die haben die Fraßtätigkeit eingestellt, also die sind kaputt. Das sind ein paar kleine. Da tut sich nichts mehr. Also die kleinen Pünktchen da. Kartoffelkäferlarven. Wie gesagt, die sind kaputt. Die mögen das gar nicht, wenn man sie da damit einsprüht. Das finden die Pfui-Ibäh. Sind die nicht so sonderlich begeistert. Also ich meine, das funktioniert natürlich schon, das Spritzen mit dem Meerrettich. Ist aber natürlich lange nicht so hilfreich wie jetzt da voll chemisches Mittel. Klar, ich könnte irgendwelche Chemie hier drauf klatschen. Und es würde wahrscheinlich dann auch sofort helfen und ich brauche mir keine Gedanken mehr machen. Und oh, naja, meine Kartoffeln sind geschützt oder was. Aber wie gesagt, dann laufe ich halt lieber zweimal oder dreimal hier durch. Es kostet mich im Endeffekt halt bloß ein bisschen Zeit. Aber ja, was habe ich schon groß an Ausgaben? Klar, den Meerrettich, der war aber im Viecherfutter unter anderem auch dabei. Gut, ein bisschen was habe ich verkaufen müssen. Nicht so. Ja, und das Spülmittel, klar, hat aber jeder zu Hause und dann sprutzt noch mit Nei. Ich meine, jeder verwendet es zum Geschirr abspülen und ich meine, mit Gift spült man natürlich sein Geschirr auch nicht ab. Und ja, es hat funktioniert. Wie gesagt, dann laufe ich halt lieber einmal öfters. Hab dafür dann absolut super Kartoffeln. Als wie dass ich da irgendwie Chemie rausklatsche. So weit, so gut. Ich beobachte es jetzt, wie gesagt, Tag für Tag.
Und wenn ich merke, okay, da, dann spritze ich einfach wieder. So lange, bis es halt dann weg ist. Weil wie gesagt, das ist jetzt dieser Meerrettichsud. Klar, es bleibt ein bisschen was auf die Blätter oben drauf, aber ob das jetzt die Kartoffelkäfer groß stört. Also am besten wirkt das Ganze, wie gesagt, wenn man sie direkt trifft. Das ist optimal. Und ja, wie gesagt, dann gehe ich halt einfach ein paar Tage lang hintereinander immer wieder. Und dann wird die Problematik sich ja hoffentlich von alleine klären, erledigen. Und dann habe ich auch mal Ruhe. Ja, in diesem Sinne, ich fahre jetzt noch mit dem Auto schnell heim. Wir müssen bloß noch hier den Berg rauf. Dann lade ich mal Milch aus. Und dann ist für heute Feierabend. Morgen dann wieder ganz normal arbeiten gehen. Heute war, wie gesagt, mal freier Tag. Ja, da im Hintergrund mein Auto mit meiner super Klimaanlage. Die zwei Lüftungsklappen unter der Scheibe. Was anderes hat er nicht. Wie gesagt, ist halt ein wenig so ein Hobby von mir, ein wenig so ein Spielen. Ein bisschen was muss man ja haben. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Und man sieht sich am, ja, warte nochmal, das ist jetzt das Freitagsvideo, am Dienstag um 16.30 Uhr wieder, beziehungsweise als kleine Vorankündigung an alle. Wir haben die 2000 Abonnenten fast erreicht. Ich denke mal, am Sonntag wird es soweit sein. Ja, etwa. Aber wenn es noch nicht ganz so weit ist, am Sonntag kommt dann das 2000 Abonnenten Spezial. Eventuell dann dieses Mal ein bisschen früher und nicht wieder verspätet. Und ja, wie gesagt, Schleppervorstellung IHC. Und ja, da sieht man sich wieder. Bis dahin, Servus.